Guten Tag. Köster ist mein Name. Bettler. Alois Bettler. Herr Bettler, bitte kommen Sie herein. So, Herr Bettler, bitte nehmen Sie Ihren Platz. Was kann ich denn für Sie tun? Grüß Gott. Ja, ich muss Ihnen erst etwas erklären. Was wollen Sie mir erklären? Ja, ich bin Rentner. Mein Hobby ist das Fotografieren, speziell Naturaufnahmen. Die Wiesen, die Wälder. Ich liebe die Schönheit der Natur, ihre Einsamkeit, ihre Stille. Wenn man mehr als 40 Jahre, so wie ich, tagtäglich nur das Geräusch von Maschinen in den Ohren gehabt hat, dann können Sie mich sicher verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen, aber was wollen Sie mir erklären? Nur als Vorgeschichte, gewissermaßen. Gestern bin ich wieder in den Wald gegangen, um zu fotografieren. Die Aufnahmen habe ich dann am Abend bei mir zu Hause entwickelt und vergrößert. Und dabei habe ich eine Entdeckung gemacht. Was für eine? Bitte, sagen Sie mir, ob Sie etwas erkennen. Nein, was soll ich denn erkennen? Ja, ich habe es auch nicht gesehen, wie ich die Aufnahme machte, meine ich. Aber als ich dann die Vergrößerung mit der Lupe ansah, da fiel es mir auf. Also vorläufig sehe ich nur Wald. Gib mir mal eine Lupe, darf ich mir erlauben? Danke. Das fiel mir auf. Eine Hand. Eine tote Hand. Tatsächlich, das ist eine Hand. Gestern haben Sie das Foto gemacht, sagen Sie? Ja, gestern Vormittag. Und wo ist es? Ich meine, wo haben Sie das aufgenommen? Draußen an den Osterseen, da bin ich oft. Dort sind auch meine liebsten Motive. Haben Sie jetzt Zeit? Können Sie mit uns mal rausfahren und mir den Platz zeigen? Ja, aber natürlich, Herr Köster. Gut, dann bleib du mal bitte hier. Ja. Und du sagst der Spurensicherung Bescheid. Wir sollen gleich mit rausfahren. Okay. Erstes Kommissariat? Nein, er ist gerade weggegangen. Erschossen. Ich schicke gleich die Leute mit der Bergungswanne. Herr Klose, wir sehen uns nachher im Büro. Kommen Sie, Herr Bettler, ich fahre Sie nach Haus. Ich glaube nicht, dass wir etwas finden. Ich habe die ganze Nacht geschneit. Das ist ja entsetzlich. Ach, in was für einer Zeit leben wir bloß? In einer fortschrittlichen, Herr Bettler. Deswegen schreiten die Dinge hier sofort. Wo wohnen Sie eigentlich? In einem Seniorenheim. Feierabend heißt es. Ist es in Thalkirchen? Ach, Sie kennen es. Nee, aber da wohnt ein ehemaliger Kollege von mir, der heißt Burger. Ach, das ist ein sehr netter Herr, der Herr Burger. Ja, grüßen Sie ihn schön von mir. Danke. Ja, am Faustweg von Leutstetten nach Starnberg. Die Kollegen von der Spurensicherung warten dort auf euch. Ende. Meine Herrschaften, im Fernsehen gibt es heute Abend einen alten Spielfilm mit Sarah Leander. Ich schlage vor, dass wir uns den gemeinsam ansehen. Guten Abend. Herr Bettler, Sie kommen ja schon wieder zu spät. Sie wissen doch, dass wir die Essenszeiten im Interesse aller einhalten müssen. Entschuldigen Sie, Frau Weiler, aber heute war es wirklich nicht meine Schuld. Ich bin aufgehalten worden von der Polizei. Also, was haben Sie denn mit der Polizei zu tun? Ja, ich war gewissermaßen Zeuge in einem Mordfall. Mordfall? Zeuge? Sie? Ja, nicht direkt.
Aber ich war derjenige, der der Polizei den ersten Hinweis geben konnte. Man war mir sehr dankbar dafür. Wollen Sie noch etwas essen? Danke, Fräulein Martha, aber heute habe ich mir erlaubt, außerhalb zu essen. Wie Sie wissen, Herr Bettler, haben wir Telefon im Haus. Es wäre also ganz reizend von Ihnen, wenn Sie uns das in Zukunft wissen lassen würden. Aber selbstverständlich. Hm? Meine Herrschaften, wenn Sie fertig sind, gehen wir hinüber. Der Film fängt gleich an. Herr Burger? Herr Burger, ich soll Ihnen Grüße bestellen von Herrn Köstner. Oh, danke schön. Sehr nett. Ja, er bearbeitet den Fall. Haben Sie die Leiche gesehen? Ja, ein junger Mann erschossen. Ach, das müssen Sie mir erzählen. Kommen Sie, die Leander findet eine Schuld. Der Tod ist bereits zu Lebzeiten im Februar wegen Körperverletzung erkennungsdienstlich erfasst worden. Die Fingerabdrücke sind identisch. Er bekam damals 5 Monate. Vor 4 Wochen ist er entlassen worden. Sein Name ist Georg Kulek. Hat man festgestellt, wann der Tod eingetreten ist? Nicht auf die Stunde genau, aber er ist mit Sicherheit vor 10 bis 11 Tagen verscharrt worden. Ist noch keine Vermisstenanzeige eingegangen? Nein. Wissen Sie seine Adresse? Kanalstraße 12, hier in München. Dankeschön, Herr Reiß. Darf ich den Akt mal hier behalten? Bitte. Stellt mal fest, ob die Adresse noch stimmt und ob man jemanden benachrichtigen muss. Kann ich das Foto haben? Ja. Okay. Grüß Gott. Wir möchten zu Herrn Kulek. Georg Kulek. Was wollen Sie von ihm? Kriminalpolizei. Können wir mal einen Moment reinkommen? Bitte. Darf ich fragen, wer Sie sind? Georg ist mein Sohn. Wohnt er auch hier? Ja, wenn Sie... Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das ist fast 2 Wochen her. Bleibt er öfter so lange weg? Eigentlich nicht. Wissen Sie, wo er wohnt oder schläft, wenn er nicht hier ist? Er hat eine Freundin. Wo die wohnt, weiß ich nicht. Ich kenne sie auch nicht. Aber er hat mir eine Telefonnummer aufgeschrieben, wo ich ihn anrufen kann, wenn etwas Wichtiges ist. Wissen Sie, er sorgt rührend für mich. Kann ich die Nummer mal haben? Bitte. Danke. Was ist denn mit ihm? Warum fragen Sie das alles? Frau Kulek, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Was ist passiert? Ihr Sohn ist vor etwa 10 Tagen erschossen worden. Wir haben ihn gestern gefunden. Haben Sie jemanden, den wir benachrichtigen können? Der sich um Sie kümmert? Niemand. So was geht einem ganz schön an die Nieren, was? Eine schreckliche Situation für die Frauen. Hier, Meier 2. Ich brauche meinen Namen und Adresse der Telefonnummer 33 22 48. Ja. Was kann man denn für die Frau tun? Eine Bekannte von mir ist Sozialhelferin. Die rufe ich heute Abend mal an. Vielleicht kann die mal nach ihr sehen oder sonst irgendwas veranlassen. Hallo? Ja, ich höre. Der Teilnehmer heißt Claudia Müller, Türkenstraße 25. Claudia Müller, Türkenstraße 25. Danke! Tschüss. Tschüss.
Wann rufst du wieder an? Nächsten Mittwoch, wie immer. Okay, nächsten Mittwoch. Bei mir nur mit telefonischer Anmeldung, meine Herren. Und so zweit schon gar nicht. Entschuldigung, heißen Sie Claudia Müller? Seit meiner Geburt. Wie Sie heißen, interessiert mich nicht. Hey, was soll denn das? Nehmen Sie einen Haxen da weg oder ruft die Polizei? Die Mühe können Sie sparen. Mautkommission. Kommen Sie rein. Mordkommission? Ich habe noch nie was damit zu tun gehabt. Um wen oder was geht es? Um Georg Kulek. Sie sind doch mit ihm befreundet. Ich war mit ihm befreundet. Der Ofen ist längst aus. Und warum? Ich ihn rausgeschmissen habe. Aus, basta. Bitte setzen Sie sich doch, wenn Sie wollen. Wann war das? Mein Gott, das wann, wann? Vor 2 Wochen etwa. Warum? Weil er mich beklaut hat. Darum. Es war nicht genug, dass ich ihn ausgehalten habe? Nein, er muss mich auch noch beklauen. Entschuldigen Sie meine Frage. Sie sagen, Sie haben ihn ausgehalten. War denn sowas wie ein... Zuhälter, meinen Sie? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Hören Sie, ich bin keine Nutte, die ihre Freie auf der Straße einfängt. Mein Job ist Callgirl. Man ruft mich an. Und das alles ganz legal. Bitte. Hier registriert mit Stempel und mit Unterschrift. Ich brauche keinen Zuhälter. Ich leiste mir höchstens mal den Luxus, einen Freund zu haben. Den Sie aushalten. Frauen Männer aushalten oder Männer Frauen, ist da der Unterschied. Ich schaffe jedenfalls an, solange ich kann. Und zwar für mich und nicht für Leute so wie den Kulek. Was hat er Ihnen denn gestohlen? Na, Geld natürlich. Und ein wertvoller Brillantring. 4 Karat. Warum haben Sie keine Anzeige erstattet? Oder sich den Ring wiedergeben lassen? Na, Sie sind gut. Glauben Sie, ich lasse mir seine Gang auf den Hals setzen? Die sind doch zu allem fähig. Von welcher Gang sprechen Sie? Sir Henry heißt der Stammlokal. Wenn Sie sie sehen wollen, gehen Sie doch hin. The Kings nennen sie sich. Der Kulek ist jeden Abend da. Und wenn sie ihn sehen, können sie sich gar meinen Ring wiedergeben lassen. Dann kommen sie zu mir, weil er... Hat er was mit Mord zu tun? Nein, er wurde ermordet, erschossen. Vor etwa 10, 12 Tagen. Erwarten Sie nicht, dass ich jetzt in Tränen ausbreche. Das brauchen Sie auch nicht. Das hat seine Mutter schon getan. Sag mal, was ist denn das für ein Lokal und wie heißt denn das? Sir Henry. Die Kollegen von der Funkschleife kennen es zur Genüge. Nutten, Stricher, Zuhälter, das Übliche. Ein paar Jahre Gefängnis sind da immer versammelt. Das Ganze ist als Billardclub aufgemacht. Dann fahren wir doch heute Abend mal hin und spielen eine Partie. Vielleicht kriegen wir eine Bande. Opa, was suchst du hier? So rum oder andersrum? Kannst hier alles haben, wenn du Kohle hast. Oder hast deine Rente schon vergeigt, ja? Nimm deine Knochen weg, Junge. Wenn du schön bitte, bitte sagst, vielleicht. Hör doch auf mit dem Quatsch. Erst musst du mir ein Küsschen auf die Schuhspitze geben, Opa. Hey, kannst nicht aufpassen, Mann. Entschuldigung, ich muss halt da durch, oder? Ja, durch. Pass auf, du, wir kriegen sonst noch Ärger hier. Na, Süßer? Hatte die Mami heute freigegeben oder bist du auf Durchreise? Ich bin auf Modewoche. Ich möchte gern Starfoto von dir machen. Oh Mann, du bist ja echt stark. Spendierst du mir einen Drink? Ich hätte gerne eine Piccolo, wenn's recht ist. Henry, eine Piccolo für Mausi. Und der Herr? Kleines Helles. Sie gehen aber ran. Ist der Henry der Besitzer hier? Ja, sein Vorgänger ist pleite gegangen. Aber jetzt ist der Laden eine Goldgrube. Ja, eine Grube ist es, ob Gold wird sich rausstellen. Sag mal, ich suche einen Bekannten hier. Der soll hier verkehren. Er heißt Kulek. Kennst du den? Kulek? Mit dieser Rate will ich nichts zu tun haben. Hier. Hoffentlich betrinken Sie sich dabei nicht. Hübsch. Der Herr hat sich nach Kulek erkundigt. Als wäre ein Bekannter von ihm. Was wollen Sie denn von dem? Ach, ich wollte ihn mal wiedersehen.
Da sind Sie hier falsch. Der hat hier Lokalverbot. Warum hat denn der Lokalverbot? Das sind interne Dinge, das geht Sie nichts an. Moment. Kripo? Was wollen Sie denn? Mann, das hätten Sie aber auch gleich sagen können. Das ist ja unfair. Entschuldige, Mausi. Haben Sie ein Büro hier oder sowas? Blackie! Ich habe gerne Zeugen dabei. Ich habe nichts dagegen. Kommen Sie. Also, was gibt's? Was wollen die beiden hier? Das sind meine Zeugen. So, mein Name ist Köster und wie heißen Sie? Ich muss Sie doch anreden können. Oder möchten Sie, dass ich Sir Henry zu Ihnen sage? Heinrich Schwarzer heiße ich. Heinrich Schwarzer, ne, sieh mal an, das ist doch ein schöner deutscher Name. Herr Schwarzer, die Antwort, die Sie mir vorhin gegeben haben, die genügt mir nicht. Warum hat Herr Kulig Lokalverbot? Und seit wann? Seit 2 Wochen. Er hatte eine Menge Spielschulden, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen hier im Lokal. Blackie! Bei mir allein 3000 Piepen. Und da nicht bezahlte, haben wir ihm das hier weggenommen. 4 Karat. Ganz recht, 4 Karat. Und den bekommt er wieder, wenn wir unser Geld haben. Das ist alles. Das ist leider nicht alles. Wir sind von der Mordkommission. Vor 2 Wochen, sagen Sie, bekam Herr Kulig Lokalverbot? Ja. Vor 2 Wochen etwa wurde er erschossen und im Wald verscharrt. Ja, hören Sie mal, damit habe ich nichts zu tun. Man kann Ihnen eine Menge Nachsagen zugegeben, aber Mord? Nein! Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie etwas damit zu tun haben. Aber das ist ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Lokalverbot und seiner Erschießung. Außerdem sind Sie ja nicht der Einzige, dem er Geld schuldet. Aber ich sage Ihnen doch, für alle, denen er hier Geld schuldet, haben wir diesen Ring als Pfand. Warum als ermorden? Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Vielleicht gibt's einen anderen. Ich weiß keinen. Du, Blackie? Nö. Sie werden jedenfalls weder Ihr Geld zurückbekommen, noch den Ring behalten. Den hat Herr Kulig gestohlen. Bitte, ziehen Sie ihn ab. Brauchst du mich? Verschwinde! Da müssen Sie erst bitte, bitte sagen, sonst tut er das nicht. Okay, okay, okay. Ich mache hier schon eine Fliege. Komm raus, raus, raus! Raus, hör auf! Komm, lass mich raus hier! Komm. Sie werden ganz schön in Schleudern kommen, wenn Sie sich da was zurechtgelegt haben. An Leuten wie Kulig mache ich mir die Finger nicht schmutzig. Hoffentlich bleiben Sie sauber, die Finger. Sie werden sich viel einfallen lassen müssen, mein Lieber. Mein Gott, ich habe eine reine Weste. Nehmen Sie mich doch gleich fest, wenn Ihnen danach ist. Wir haben kein Zimmer frei im Moment. Ich hab's immer gesagt. Der Kulig macht nur Ärger. Ob lebendig oder tot. Grüß dich, Hilde. Tag, Gerd. Ich bin gleich losgefahren, als dein Anruf kam. Was ist denn passiert? Ich hatte in der Gegend zu tun und da habe ich gedacht, ich könnte mal nach ihr schauen. Ja, und? Naja, auf mein Klingeln hat niemand geöffnet und die Nachbarin sagte, sie hätte es gestern auch schon versucht und auch heute früh noch mal. Sie wollte sich um sie kümmern, weil sie sich nicht wohlfühlte. Naja, dann habe ich die Hausmeisterin gebeten, die Wohnungstür zu öffnen und sie hat sich erhängt. Hat sie noch Angehörige? Nein. Ich hätte gleich was unternehmen müssen, mich um sie kümmern. Ich habe das gespürt, wie es um die Frau steht, wie verzweifelt sie war. Mach dir doch keine Vorwürfe. Es konnte doch keiner ahnen, dass sie sich was antut. Frau Geheimann,
Da ist leider nichts mehr zu machen. Sag mal, hast du noch ein bisschen Zeit? Nur auf eine Tasse Kaffee. Oh nein, ich muss los. Ich habe um 11 Uhr eine Besprechung im Sozialamt. Das schaffe ich sonst nicht mehr. Schade. Aber ruf doch mal wieder an. Es muss ja nicht unbedingt was Berufliches sein. Ciao. Ciao. Augenblick mal. Wir kennen uns doch. Ich wüsste nicht, woher. Na, da denken Sie mal nach. Es war erst gestern Abend. Ach, Sie sind das. Und wer ich bin, wird ihn Sir Henry ja nicht verschwiegen haben. Warum sollte er? Darf ich mal fragen, was Sie eigentlich hier wollen? Ausnahmsweise. Ich wohne hier. Ach so. Ja, dann kannten Sie ja auch den Herrn Kulek. Sicher? War der nicht mal so eine Art Mitglied bei Ihren Kings? Er war sogar mal der Boss. Aber wir haben ihn rausgeschmissen. Warum? Das hat Sir Henry Ihnen doch schon gesagt. War das der einzige Grund? Kein Kommentar. Sonst noch Fragen? Was wollen die denn hier? Die haben ein Protokoll aufgenommen, oben bei Frau Kulek. Was kann die denn schon sagen? Nichts mehr. Sie hat sich erhängt. Vor ein paar Minuten hat man sie weggebracht. Scheiße. Wissen Sie, um den Kulek tut's mir nicht leid. Aber um diese Frau. Ehrlich. Auf meine Frage, ob das der einzige Grund sei, sagt er, kein Kommentar. Hast du festgestellt, wie der heißt? Ja, Bieler, Horst Bieler. Du glaubst, dass der mehr weiß, als er sagt? Ich habe jedenfalls den Eindruck. Sollen wir ihn vorladen? Ich glaube nicht, dass das viel Zweck hat. Außerdem müssen wir dann ja nicht nur ihn, sondern alle anderen vorladen, die in dem Lokal verkehren. Ja, und? Was spreche ich da dagegen? Zeitverschwendung. Wir werden alle den Mund halten, weil jeder von jedem was weiß. Außerdem, wer sagt uns denn, dass der Täter gerade aus den Kreisen kommen muss? Schnitzel ist kalt. Kartoffelsalat ist warm. Immer. Hier. Also etwas will mir ja nicht in den Kopf. Ich meine, wer immer der oder die Täter waren, die haben doch nicht mit Absicht die Hand draußen gelassen. Und wenn, dann frage ich mich, warum? Vielleicht wollten sie, dass man ihn findet. Oder aber? Er war trotz der Verletzung noch nicht ganz tot, wollte sich befreien, ist an seinem eigenen Blut erstickt. Die Obduktion gibt darüber keine Auskunft. Ah, da ist er ja. Aber was sagt die Dame? Sie hätte nie geglaubt, dass sie den Ring wiederkriegt. Wer sind die Größten für Sie? Na ja, für Sie. War das alles? Ja. Sie erzählte nur eine Menge unwichtiges Zeug. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Kulik mal zusammengeschlagen wurde wegen einer Mädchen. Und dass er wegen dieser Mädchen damals die 5 Monate Gefängnis bekam. Aber das ist Schnee vom letzten Jahr. Wieso? Das kann doch ein wichtiger Hinweis sein. Wusste sie wenigstens, wie das Mädchen heißt oder wer den zusammengeschlagen hat? Sie konnte sich nur an das Mädchen erinnern, weil es damals in der Zeitung stand. Ilse Steiger soll sie heißen. Keiner aus dem Milieu. Na ja, das können wir ja feststellen. Das muss ganz am Ende sein. Das ist aber eine saubere Gegend hier. Warum hältst du denn? Das ist doch jetzt Nummer 52. Da schauen Sie mal. Was macht denn der hier? Ferrari? Ach, komm.
Quatsch. Sich über nichts wundern heißt das. Hast du kein Latein gehabt? Nee. Guten Tag, mein Name ist Köster. Könnten wir Fräulein Steiger sprechen? Ist sie zu Hause? Wer sind Sie? Ach, verzeihen Sie, wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Heimann. Grüß Gott. Können Sie sich ausweisen? Selbstverständlich. Bitte schön. Bitte. Danke. Ilse ist meine Tochter. Was hat sie denn mit der Polizei zu tun? Nichts, Herr Steiger. Es geht lediglich um meine Auskunft. Bitte. Danke. Danke. Was denn für eine Auskunft? Ein Mann namens Kulek ist Anfang des Jahres verurteilt worden. Wegen Körperverletzung begangen an ihre Tochter. Ja. Und? Und vor ein paar Tagen hat man ihn erschossen aufgefunden. Das habe ich gerade erfahren. Durch einen Bieler? Sie kennen ihn? Ja, der war doch auch mit Herrn Kulek befreundet. Das heißt ja auch, meine Tochter war nicht mit ihm befreundet. Aber sie kannte ihn. Leider. Herr Steiger, wir suchen den Mörder von Herrn Kulek und da ist jeder Hinweis wichtig für uns. Auch der Personenkreis, in dem er verkehrte. Es ist doch möglich, dass Ihre Tochter uns da helfen kann. Kommen Sie. Sind das noch die Folgen von damals? Ja. Das ist das Werk Kuleks. Ilse, das sind zwei Herren von der Kriminalpolizei. Die wollen dich etwas fragen. Guten Tag, Fräulein Steiger. Dass Kulek erschossen wurde, das weiß ich schon. Fräulein Steiger, kennen Sie Bekannte von Herrn Kulek aus der Zeit, in der Sie mit ihm bekannt waren? Nein, niemand. Wie oder durch wen haben Sie ihn kennengelernt? Durch Horst. Horst Bieler ist ein Freund von mir. Er hat ihn mir mal vorgestellt. Und wie lange kannten Sie ihn? Na, nicht mal 2 Monate. Darf ich Sie fragen, wie es zu dieser Sache kam? Die ersten paar Wochen spielte er den bis über beide Ohren Verliebten und dann ließ er die Katze aus dem Sack. Auf den Strich sollte sie gehen für ihn. Geld anschaffen. Sie war so empört darüber, dass sie tagelang kein Wort sprach. Ich merkte natürlich, dass was los war und habe sie zur Rede gestellt. Da hat sie mir dann alles gesagt. Auch, dass er ihr noch immer nachstellt, obwohl sie ihm den Laufpass gab. Um der Sache ein Ende zu machen, habe ich Horst Bieler nach Kuleks Adresse gefragt. Ich bin hin zu ihm und habe ihm mit der Polizei gedroht, wenn er sie noch einmal belästigt. Und dann? Ein paar Tage später hat er sie wieder abgepasst. Im Parkhaus, als sie vom Büro kam. Wollte wissen, warum ich ihm mit der Polizei drohe. Es ginge mich doch gar nichts an, was er mit ihr vorhat. Sie wäre ja kein Kind mehr. Sie ließ ihn stehen und wollte zum Wagen. Da packte er sie voll Wut und stieß sie zurück. Sie fiel die Treppe hinunter und blieb bewusstlos liegen. Und er rannte davon. War es Ihr Freund Bieler, der Kulek deshalb zusammengeschlagen hat damals? Ja. Ja, Fräulein Steiger, dann dürfen wir uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen, dass alles wieder gut wird. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Bieler ist also ein Freund Ihrer Tochter? Ja, ich habe ihn gern.
Er arbeitet übrigens in meinem Betrieb, darum weiß ich, was ich sage. Im Grunde ist er ein anständiger Kerl. Warum im Grunde? Sind Sie nicht ganz davon überzeugt? Ja, es ist dem wie viele junge Leute heutzutage. Disco-Fan, Motorrad-Fan, angeben, auf Teufel komm raus, austoben, um jeden Preis. Bisschen wild eben, nicht? Manchmal auch gewalttätig, wenn sie sich so gegenseitig anmachen, nicht? Biele ist das sicher keine Ausnahme, aber... Aber? Seit meine Tochter im Rollstuhl sitzt, kommt er alle paar Tage her, hilft ihr drüber weg, kümmert sich rührend um sie. Fährt sie im Rollstuhl spazieren. Wenn er etwas besorgen kann, dann tut er's. Gestern hat sie ihm von einem Buch erzählt, das sie gerne lesen würde. Heute hat das gebracht. Da sehen Sie, das ist die andere Seite von ihm. Darum habe ich ihn gern. Trotz allem. Herr Steiger, noch etwas. Er hat ja den Kulik damals zusammengeschlagen. Trauen Sie ihm auch einen Mord zu? Mord? Nein. Nie und nimmer. Kommt Biele als Täter noch in Frage? Was meinen Sie? Tja. Wenn ja, warum bringt denn jetzt erst um? Warum nicht damals? Damals hätte doch wenigstens ein Motiv gehabt. Sie glauben also nein? Ich bin mir nicht sicher. Pelikan, ja? Ja, Meier, was gibt's denn? Im Büro sitzt Herr Burger, ein ehemaliger Kollege von Ihnen. Er möchte Sie sprechen. Soll er warten oder hat es keinen Sinn? Ja, gib mir mal ins Telefon. Da, Franz, wie geht's denn? Ich hab dich ja lang... ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Ja? Was ist denn mit dem Bettler? Du, wart mal auf mich. Ich bin in 10 Minuten da, ja? Ende. Er fragte mich, wie man einen Autobesitzer ausfindig machen kann, von dem man nur die Wagennummer weiß. Und du sagst, es war vor 10 Tagen? Ja. Ich sagte ihm, Herr Bettler, das ist kein Problem. Ich habe da einen alten Bekannten bei der Zulassungsstelle. Wollte er eine Anzeige machen? Natürlich. Er war mächtig wütend. Der Fahrer hätte ihm am Stachus einen Vogel gezeigt. Ein Passant hätte das auch gesehen und sich die Wagennummer gemerkt. Aber als ich ihm eine Stunde später Name und Adresse des Besitzers sagte, war seine Wut plötzlich verflogen. Es interessierte ihn gar nicht mehr. Und da stutztest du? Da noch nicht. Stutzen tat ich erst gestern. Er hatte mich in sein Zimmer gebeten, um mir seine Fotos zu zeigen, auf die er sehr stolz ist. Naja, sein Hobby, diese Naturaufnahmen. Ja, Wald. Als ich sie mir ansah, entdeckte ich 3 gleiche Fotos. Alle mit demselben Motiv. Die müssen ihm wohl aus Versehen dazwischen gerutscht sein. Oder hat vergessen, sie wegzustecken. Ich war ziemlich erstaunt. Aber das hat er nicht gemerkt, weil er gerade Kaffee für uns machte. Und da habe ich etwas getan, was nicht so ganz legal ist. Ich habe eins davon mitgenommen. Warum warst du so erstaunt? Auf dem Foto ist deutlich die Wagennummer zu erkennen, die sich der Passant angeblich gemerkt hat. MUR73. Der Wagen, ein Mann daneben, aber weit und breit kein Stachus. Nur Wald. Das ist ja Biele. Der ist möglicherweise in einen Mordfall verwickelt. Kulek. Woher weißt denn du das? Der letzte Fall von meiner Pensionierung war Kulek. Ich habe ihn damals verhaftet. Und ich suche jetzt den, der ihn erschossen hat. So kommt das, was wie ein Zufall aussieht, aber keiner ist. Name und Adresse, auf den der Wagen zugelassen ist, sind identisch mit dem damaligen Opfer von Kulek, Ilse Steiger. Hol mal das Foto, das der Bettler gemacht hat. Warum schickt man so einen Profi wie dich in Pension? Die Laien wollen auch mal ran. Das könnte passen. So landschaftlich dasselbe Motiv. Und dasselbe Format. Da wird uns Bettler aber einiges erklären müssen. Wissen Sie, ob er zu Hause ist? Ja, er müsste da sein. Soll ich ihn herholen? Ach, der läuft uns ja nicht weg. Ich will wissen, was der Biele hier zu suchen hat. Warte mal raus. Vielleicht ist in der Nähe die Stelle, wo das aufgenommen wurde. Vergleich mal die beiden. Du gibst uns wieder den Ring?
oder das Geld, das uns Kulek schuldet. Weder noch. Der hat bei mir genug abgekocht. Und für Leichen bin ich nicht zuständig. Also hol er dir Geld, von wem du willst, aber nicht bei mir! Du weißt, was mit Leuten passiert, die uns bei der Polizei verpfeifen. Ich verpfeife niemand bei der Polizei. Aber ich sag dir auf den Kopf zu. Ihr habt ihm einen Ring abgenommen und dann habt ihr ihn umgelegt! Spielst ja! Weil ihr gewusst habt, dass er nicht zahlt. Der Kulek hat noch nie seine Schulden zahlt! Und jetzt raus da! Oder ihr ruft wirklich die Polizei. Tu's doch. Vor Typen wie du einer bist, hab ich keine Angst. Wenn du noch länger im Geschäft bleiben willst und wenn dir deine hübsche Larve noch was bedeutet, überleg genau, was du tust. Ich komm wieder. Verlass dich drauf. Verbinden Sie mich bitte mit der Mordkommission. Wer spricht bitte? Müller. Claudia Müller. Erstes Kommissariat. Hallo. Hallo, wer ist da? Bitte. Herrn. Bitte antworten Sie. Hier ist die Mordkommission. Wen wollen Sie sprechen? Hallo? Nein. Hallo! Meier 2, weißt du, wo der Anruf gerade herkam, wer mich sprechen wollte? Eine Claudia Müller, sie wollte die Mordkommission. Ist was passiert? Claudia Müller, sie rief eben an, wollte die Mordkommission, aber meldete sich nicht. Nur ein aufgeregtes Atmen und dann ein Schrei wie Nein und Hilfe. Komm, wir fahren hin. Erstochen. Rufen Sie die Spurensicherung, die sollen gleich herkommen. Name der Küster. Name. Nach dem Telefonat fuhren wir gleich los. Der Täter muss es sehr eilig gehabt haben. Die Wohnungstür stand noch halb auf. Nichts durchwühlt. Sieht nach Racheakt aus. Du meinst Sir Henry und seine Truppe? Ja, wäre doch möglich. Die Spurensicherung kommt gleich. Das ist Herr Meinecke, er hat die Wohnung nebenan. Er möchte Ihnen etwas sagen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Meinecke. Kommen Sie doch bitte mal hier rüber, ja? So, Herr Meinecke, was wollen Sie mir denn sagen? Nun, wie ich vor etwa einer Stunde nach Hause kam, gerade meine Tür aufschloss, sah ich, wie ein Herr die Wohnung von Frau Müller verließ. Er benutzte nicht den Fahrstuhl, sondern ging eine halbe Treppe tiefer, wo ein anderer Herr ihn zu erwarten schien. Ein paar Minuten später hörte ich, wie Frau Müller um Hilfe schrie. Ich öffnete etwas meine Tür. Im gleichen Moment sah ich, wie der Mann, der vorher an der Treppe stand, die Wohnung von Frau Müller verließ und fluchtartig davonrannte. Und den Mann, den Sie zuerst gesehen haben, der war nicht mehr da? Nein. Aha. Was glauben Sie, hat einer von den beiden Sie gesehen? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Würden Sie die beiden wiedererkennen? Mit Sicherheit. Musik aus! Meine Herrschaften, niemand verlässt das Lokal. Schauen Sie sich um und sagen Sie mir, ob die beiden hier im Lokal sind. Da brauche ich mich nicht lange umzusehen. Der Mann hinter der Bar und der andere an der Ecke auf dem Barhocker mit dem Bärtchen. Bringt die beiden zu mir ins Büro. Entschuldigen Sie die Störung. Schönen guten Abend. Kommen Sie, wir gehen.
Als ich Ihre Wohnung verließ, lebte sie noch. Ja, das weiß ich. Sie machen sich ja die Hände nicht schmutzig. Das überlassen Sie anderen. Was wollten Sie denn bei ihr? Na, was will man denn, wenn man zu so einer Frau geht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man bringt sie um, weil sie zu viel weiß, nicht? Hat er sie zu der Tat angestiftet? Na, hören Sie mal! Halten Sie den Mund, Sie haben Pause! Ich rede mit ihm. Und er wird Ihnen bestätigen, dass ich nichts damit zu tun habe. Was denn? Verhaftet? Ja, heute haben wir ein Zimmer frei. Mit Fernsehen und Grill. Sie setzen sich dahin. So. Der lässt Sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Also, Sie waren der Letzte, der in der Wohnung von dem Mädchen war. Wir haben einen Zeugen, der Sie rauskommen sehen. Also, ich höre. Haben Sie auf dem Herzen? Eine dumme Frage. Fahren Sie auch Auto? Ich fahre nur Motorrad. Auf den Namen von Fräulein Steiger ist ein Auto zugelassen. Und da sie ja schon lange nicht mehr fahren kann, da könnte es doch sein, dass Sie mal damit gefahren sind. Sie sind nur mit ihr befreundet, nicht? Noch was? Ja, noch was. Kennen Sie die Autonummer von dem Wagen von Fräulein Steiger? Keine Ahnung. Bitte. MUR 73. Herr Bieler, wollen Sie behaupten, dass das ein Doppelgänger von Ihnen ist? Also, wo war das und wann war das? Wo haben Sie das her? Jetzt sind Sie erst mal dran. Ich habe Sie ja was gefragt, Herr Bieler. Von mir erfahren Sie nichts. Och, das haben schon viele gesagt. Also, dann ziehen Sie sich bitte um. Sie müssen mitkommen. Gerd, geh mit ihm. Gehen wir. Was ist denn? Was ist denn hier los? Wir müssen ihn mitnehmen, Herr Steiger. Es hat sich ein Verdacht ergeben. Was denn für ein Verdacht? Den brauchen Sie nicht. Sie fahren mit uns mit. Ich möchte ihn aber trotzdem mitnehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Bitte. Der ist weg. Ja, das sehe ich. Wie kann denn das passieren? Ja, der hat mir einen Renner gegeben, da hat er die Tür zugehauen und dann ja, war er weg. Gibt eine Fahndungsmeldung durch. Die Nummer von dem Motorrad war MTJ 3320. MTJ 3320? Wieder schon ein Steiger. Wir sehen. Ja, hier ist Pelikan. Ich habe eine Fahndungsmeldung. Motorradfahrer, fahr BMW, Kennzeichen MTJ. Sie suchen den Mörder von Kulek. Und Sie werden ihn finden. Aber was hat denn das mit dir zu tun? Ich kann es dir nicht sagen. Und ich will es dir auch nicht sagen. Aber wenn Sie mich kriegen, dann werden Sie mich verhaften. Und nicht nur mich. Sag doch um Gottes Willen, wovon du da redest. Ich weiß doch von nichts. Du wirst es erfahren. Und es wird nicht leicht für dich sein. Aber eins sollst du wissen. Was ich getan habe. Ich habe es nur für dich getan. Aber Horst, sag doch mal. Ich hau ab. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Horst! Bringt ihn zu mir.
Versuchen Sie nicht, mich anzulügen. Ich prüfe alles nach, was Sie uns erzählen. Wenn ich Ihnen was erzähle? Das habe ich Sie schon mal gefragt. Wo und wann das hier war? Wo und wann? Das sehen Sie doch irgendwo im Wald! Schreien Sie mich doch nicht an, ich schreie auch nicht. In welchem Wald? Das weiß ich nicht mehr. Aha, dann wissen Sie wahrscheinlich auch nicht, dass Sie den Wagen dahin gefahren haben. Ich habe den Wagen nicht gefahren! Wer dann, wenn nicht Sie? Also, eigentlich glaube ich ihm ja, dass er den Wagen nicht gefahren hat. Schaut mal hier, beide Türen stehen offen und der sieht doch aus, als ob er auf jemand wartet. Auf wen? Wollen Sie Namen nicht nennen? Ist jemand aus Sir Henrys Kneipe? Und warum der Wagen hier steht, mitten im Wald, auf einem Forstweg, der für alle anderen Fahrzeuge verboten ist, haben Sie dafür eine Erklärung? Nein! Gut, dann wird mein Kollege es Ihnen sagen. Der hat sich gestern die Stelle angesehen. 20 Meter von dem Platz, wo die Leiche von Kulek gefunden wurde, ist dieses Foto aufgenommen worden. Also, bitte? Ich kann dazu nichts sagen! Sie wollen doch jemand decken. Wen? Dann fragen Sie... Ja? Fragen Sie Herrn Steiger. Und jetzt machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich sage nichts mehr. Selber eins bekommen. Wann war das? Vor 10 Tagen. Es lag im Briefschalter, draußen vor meinem Haus. Am Abend rief dann jemand an und wollte den Wagenbesitzer sprechen. Ich sagte, das ist meine Tochter. Was wollen Sie von ihr? Gar nichts, sagte er. Ich will mit dem Mann auf dem Foto reden. Das können Sie auch mit mir, sagte ich. Dann sind Sie wohl der andere, meinte er. 50.000 Mark und die Sache ist vergessen. Bevor ich antworten konnte, legte er auf. Und wie ging es dann weiter? Bitte, kann ich ein Glas Wasser bekommen? Selbstverständlich. Hol mal ein Glas Wasser. Am nächsten Abend rief er dann wieder an. Ich sagte ihm, dass ich die Summe nie und nimmer aufbringen könnte. Dann zahlen Sie in Raten. Wenn ich das Geld habe, dann bekommen Sie das negativ, schrie er. Bitte. Danke. Ich sagte dann Herrn Bieler, dass ich erpresst werde. Und dass dieses Foto von ihm existiert. Er sagte, nichts wirst du bezahlen und ich zahle auch nichts. Wenn das rauskommt, warum der uns erpresst, dann ist er doch selber dran. 2 Tage später rief er zum letzten Mal an. Haben Sie es sich überlegt, wollte er wissen. Ich sagte, dass ich überhaupt nichts bezahle. Dann hole ich mir die Belohnung von der Polizei. Das ist zwar weniger, aber besser als gar nichts. Das waren seine letzten Worte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Herr Steiger, warum haben Sie Kulek erschossen? Das Verbrechen an Ihrer Tochter lag doch lange zurück und als er aus dem Gefängnis kam, hatte sie nie mehr gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Oft gesehen. Er mich jedes Mal höhnisch angrinste. Mich einen Vollidioten nannte. Sogar einmal sagte,
Sie sind schuld, dass Ilse heute im Rollstuhl fährt. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dass er frei herumläuft nach lächerlichen 5 Monaten Gefängnis und sie ein Leben lang ein Krüppel. Sie wird nie mehr gesund. Der Arzt hat es mir gesagt. Sie weiß es nicht. Ich wollte ja die Hoffnung nicht nehmen. Wann haben Sie Herrn Bieler gesagt, dass Sie Kulik erschossen haben? Am gleichen Tag. Und er hat Ihnen dann geholfen, die Leiche wegzuschaffen? Ja. Tut mir leid, dass ich ihn da mit hineingezogen habe. Herr Steiger, noch etwas. Würden Sie die Stimme von dem Erpresser am Telefon wiedererkennen? Ja, ganz sicher. Gib mir doch mal die Nummer von dem Seniorenheim. Kommen Sie, Herr Steiger. Die Nummer ist 26 18 32. Bitte. Ja, schönen guten Abend. Kann ich bitte meinen Bettler sprechen? Nein, nicht Kettler, Bettler mit B. Ja, ich warte, ja. Ja, hier Bettler. Ah, guten Abend, Herr Köster. Was gibt's denn? Ja, Herr Bettler, das Foto, das Sie uns gegeben haben, ich kann das nicht mehr finden. Das ist weg, das ist eine furchtbare Schlamperei hier. Ja, haben Sie noch ein Negativ? Können Sie uns noch einen Abzug machen? Es wäre ein wichtiger Hinweis für uns. Ja, aber natürlich. Ich mache ihn sofort. Sie können ihn morgen früh abholen lassen. Das ist aber sehr freundlich, Herr Bettler. Bitte? Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur eine Frage. Aber im Allgemeinen gibt es auch eine Belohnung, wenn man der Polizei einen Hinweis in einen Mordfall gibt. Erkennen Sie denn den Täter? Täter? Nein, natürlich nicht. Ja, sehen Sie, das ist schade. Wenn Sie den kennen würden, dann könnten Sie mit einer Belohnung rechnen. Vorausgesetzt, der Staatsanwalt setzt eine aus. Ja, so ist das nun mal, Herr Bettler. Dankeschön, Wiederschauen. Wer ist es? Wir holen den Bettler morgen früh ab und fahren noch mal mit ihm raus zu der Stelle. Herr Steiger, ich kann Sie nicht gehen lassen. Ich muss Sie verhaften. Es ist sicher kein Trost, wenn ich Ihnen sage, dass es mir leid tut für Sie. Was wird mit meiner Tochter? Sie braucht doch Hilfe. Ich werde veranlassen, dass Herr Bieler bis zur Verhandlung auf freien Fuß gesetzt wird und nachher muss man weitersehen. So, Herr Bettler, es ist nett, dass Sie uns den Abzug noch mal gemacht haben, aber ich möchte noch mal die Stelle sehen, wo Sie gestanden haben. Gleich da oben, bei den Tannen. Ah ja, da gehen wir doch mal hin. Ja. Hier stand ich. Also hier? Ja, sehen Sie, mit bloßem Auge war die Hand gar nicht zu erkennen. Ja, wenn wir sie nicht hätten, hätten wir den Mörder nicht gefunden. Sie haben ihn? Ja, wir haben ihn. Wer ist es? Sie kennen ihn, Herr Bettler, Sie kennen ihn. Sie haben ja schon mit ihm telefoniert. Jetzt kommen Sie mal hierher, Herr Bettler. Schauen Sie mal darunter. Das lag
lag zwar kein Schnee, als Sie das aufgenommen haben, aber trotzdem. Erkennen Sie es wieder, das Auto, auch die Nummer, MUR73? Sie haben sich doch nach dem Besitzer erkundigt. Ist gut. Kommen Sie, wir fahren. Kommen Sie, Herr Bettler. Sie sahen aus Ihrem Versteck, wie ein Mann die Leiche verscharrte. Und Sie sahen einen anderen Mann neben dem Wagen stehen. Den Mann, den Sie vorhin gesehen haben. Und da machten Sie das Foto. Dieses hier. Warum haben Sie uns das nicht gebracht? Warum nur das hier? Ich weiß es nicht. Dann will ich es Ihnen sagen. Weil Sie erpressen wollten. Die Wagennummer hatten Sie ja. Also war es ein leichtes, den Besitzer festzustellen und ihm das Foto in den Briefkasten zu werfen. 50.000 wollten Sie für Ihr Schweigen. Und als das nicht lief, drohten Sie, dann hol ich mir die Belohnung bei der Polizei. Und damit hatten Sie sich selber verraten, denn mit diesem Foto konnten Sie ja nichts mehr anfangen. Sie kannten den Täter, aber Sie konnten seinen Namen nicht preisgeben, ohne sich selbst strafbar zu machen. Das wussten Sie. Und deswegen brauchten Sie ein anderes Foto. Dies hier, mit der Hand. Es tut mir leid. Das hilft Ihnen jetzt auch nichts mehr. Die große Reue kommt zu spät. Also, ich möchte von Ihnen nur noch wissen, wie Sie das gemacht haben. Dann können Sie nach Hause gehen. Vorläufig. Ich habe die Erde weggeschaufelt, bis ich seinen Arm spüren konnte. Hatten Sie Handschuhe an? Ja, ja, ich kann keine Leichen berühren. Ich meine nicht mit bloßen Händen. Und dann habe ich seine Hand hochgezogen. Alles wieder mit Erde bedeckt. Dann habe ich das Foto gemacht. Das Mysteriöse. Die tote Hand.